Guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zum 33. Vlog heute. Heute einen Tag später, nämlich am Freitag, den 18. glaube ich. Heute steht einiges an. Ich habe heute prinzipiell von der Hochschule frei. Das heißt, ich bin heute fast den ganzen Tag zu Hause. Zum Mittagessen bin ich unterwegs. Aber ansonsten gibt es heute richtig viel zu tun. Gestern, noch kurz für euch zur Info, war ich bei vielen Veranstaltungen. Da war morgens unter anderem eine Veranstaltung vom Wirtschaftsrat, also eine sehr politische Veranstaltung auch, wo es um die ganze Sache geht, wie man die Region Stuttgart auch für Startup-mäßig fordern kann. Genau, das war gestern und dann noch viele Vorlesungen und Masterarbeit, Gruppenarbeit oder so Quatsch. Heute geht es nochmal voll los mit den Projekten, nochmal Vollgas geben, bevor dann das Wochenende ansteht, wo aber auch einiges zu tun geben wird. Ja, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß, hoffe, dass ich heute ein paar Impressionen mit reinpacken kann und wir sehen uns dann später. Habt viel Spaß bei dem Vlog, haut rein! Ich zeige euch mal ein bisschen behind the scenes von meinem Videotrip von Startup Willi. Wir haben jetzt hier neue Produkte bekommen, unter anderem von Mana. Und so sieht das ganze Set dann immer aus. Hier das Stativ, dann da das dementsprechende Licht. Ich filme es meistens auf dem Boden. Hier sieht es jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen aus. Liegt hauptsächlich daran, dass ich jetzt gerade zwei Produkte getestet habe. Hier hinten noch der Pannenfächer. Genau, den Pannenfächer habe ich noch getestet. Und so sieht das Ganze dann aus. Es ist immer ein bisschen hier viel auf dem Boden, aber hier mache ich immer die Produktöffnungen, sage ich mal, also da hole ich die Produkte raus. Und hier hinten am Esszimmertisch, da wo ich jetzt auch hingehe, da werden wir gleich dementsprechend dann noch die Produktbilder bzw. Nahaufnahmen machen. Mein Tag ist für heute fast rum. Es ist kurz vor 20 Uhr. Das reicht aber für heute, weil ich heute Abend noch Besuch bekomme. Mein Tag zusammengefasst. Ich hatte viel vor, wollte viel machen, habe viel machen können. Allerdings nicht so viel, wie ich mir vorgestellt habe. Ging nicht so schnell und so gut, wie ich es gedacht habe. Folglich bin ich heute ehrlich gesagt nicht so ganz zufrieden. Ich habe zwar viele Sachen erledigen können, allerdings bin ich von der Performance nicht zufrieden, weil ich einfach weiß, dass ich mehr hätte machen können. So, was ich mit euch heute noch einmal besprechen wollte oder kurz eure Meinung brauche. Also ich habe mir überlegt, ob ich nicht nur einmal in der Woche einen großen Vlog mache, dafür den vielleicht ein bisschen hochwertiger produziere, weil ich mir einfach mehr Zeit nehmen kann und einfach immer unter der Woche mir die wichtigen bzw. die coolen Sachen auch raussuche, um den dann dort mit in den Vlog zu bringen. Oder ob es euch wichtig ist, wirklich alle zwei Tage das zu bekommen, weil ja mal das so Grundgedanke war, einfach ein paar Tage wirklich zu sehen und zu wissen, hey, wie ist denn der Alltag? Und die Sache ist, wenn ich so einen langen Vlog mache, dann kommen natürlich auch nur die coolen Sachen oder die bedeutenden Sachen mit rein. Natürlich auch mal die, wo nicht so gut laufen, aber da kommen dann wirklich nur die wichtigen bzw. bedeutsamen Sachen rein. Das würde ich einfach noch gern von euch wissen. Wäre echt cool, wenn ihr da einfach noch eure Meinung schreibt. Was vielleicht mein Learning of the Day ist, will ich dieses Pareto-Prinzip auch öfters mal anzuwenden. Ich hatte heute extrem viel zu tun und ich glaube, ich wäre besser gefahren, wenn ich ein paar Aufgaben mir verschoben hätte, beziehungsweise nicht so ganz viel mir vorgenommen hätte, dann hätte ich heute, glaube ich, mehr geschafft. Das heißt, sortiert eure Aufgaben, wenn ihr am Abend den nächsten Tag plant, so wie ich das immer mache, guckt, dass ihr da einfach wirklich vorsortiert, beziehungsweise auch guckt, schaffe ich denn alles, weil es kann einfach sein, wenn ihr euch zu viel vornehmt, dass es zur Demotivation führt. Guckt einfach, dass ihr da immer das richtige Pendel zwischen motiviert und demotiviert haltet. Das ist das, was wir heute mir mitgenommen haben. Ich glaube, ich hatte mir heute einfach ein bisschen zu viel vorgenommen. Aber es gibt ja das Wochenende und das Wochenende ist lang. In dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Habt viel Erfolg bei allem, was ihr macht. Wir sehen uns wieder am Dienstag zum nächsten Vlog. Habt viel Erfolg bei allem, was ihr macht. Haut rein und bis dann.